Beim Grand Prix von Tripolis 1938 werden Fahrer und Maschinen mit zusätzlichen Problemen konfrontiert. Tropische Temperaturen und der feine Sandstaub, der stetig über diesen Rennkurs weht, sind zusätzliche Belastungen, die von europäischen Strecken nahezu unbekannt sind. Unter der bewährten Regie des Mercedes-Benz-Rennleiters Alfred Neubauer nehmen die Fahrer Caracciola, von Pauchitsch und Lang die Herausforderung an. Und der neue Formel-Rennwagen, dessen 3-Liter-Kompressormaschine 480 PS leistet, hält den Belastungen stand. Trotz der wegen der extremen Hitze auftretenden Reifenprobleme gelingt Daimler-Benz ein Hattrick. Die ersten Plätze beim Grand Prix von Tripolis belegen die neuen Silberpfeile. Leider beendet 1939 die politische Entwicklung in Europa das Renngeschehen für eine lange Zeit.